Auf diesem Gelände werden in Kürze Einfamilienhäuser stehen. Und was braucht so ein Einfamilienhaus? Natürlich Glasfaser. Und das am besten gleich nach dem Einzug. Deshalb sind wir jetzt schon hier unterwegs in dem Neubaugebiet. Und wir zeigen euch heute mal exemplarisch, wie wir so ein Neubaugebiet mit Glasfaser versorgen. Und wir verraten euch auch, welche Rolle diese G-Box dabei spielt. Und wir machen das Ding auch auf. Bei mir ist der Tim, der wird uns heute über die Baustelle führen. Tim, welche Bedeutung haben Neubaugebiete für uns? Wir als Telekom bauen jährlich ca. 2000 Neubaugebiete mit ca. 170.000 Haushalten aus und schließen diese mit Glas an. Hier ist ja jetzt noch überhaupt gar kein Haus. Warum sind wir jetzt schon unterwegs? Nun, in dieser Art von Bauweise müssen wir schon vor dem Hausbau beginnen. Ganz allein aus dem Grund, um das Kundenerlebnis an dieser Stelle zu verbessern. Diese Bauweise sieht vor, die komplette Telekommunikationslinie vor Einzug, vor Beginn des Hausbaus des Kunden abzuschließen. Somit können wir gewährleisten, dass das Ganze buchbar ist, bevor der Kunde kommt. Der Kunde kauft quasi den Anschluss mit. Tim, wie habe ich mir denn das jetzt vorzustellen? Also das hier ist hier mein Grundstück und ihr habt eine Grube ausgehoben. Und hier sehe ich schon, da ist ein Glasfaserkabel. Wie geht es denn da jetzt weiter? Genau. Der erste Schritt wäre quasi das Vorbereiten der Glasfaserstrecke. Wir sehen hier ein 7 mm Hauszuführungs-Speednet-Rohr. Dieses wird ab NVT, sprich Netzverteiler, eingeblasen. Vorteil hier ist, dass wir mehrere Einblasungen parallel vornehmen können. Sobald das abgeschlossen ist, ist der nächste Schritt die Montage der Box. Das heißt, hier kommt dann das Glasfaserkabel raus? Genau, genau. Mithilfe eines Kompressors wird die Glasfaser eingeblasen und wird dann hier sichtbar und ist bereit zur Montage. Und wird dann in der G-Box angeschlossen, das Kabel? Genau, wir sind vorbereitet innerhalb der G-Box mit einer sogenannten GFTA. Hier können die Fasern abgelegt und geschweißt werden. Tim, du hast jetzt gesagt, wir können mehrere Grundstücke gleichzeitig die Glasfaser einblasen. Was ist das Besondere daran? Genau, das Besondere in diesem Fall ist, dass wir nicht mit Kunden Einzeltermine ausmachen müssen, weil einfach noch gar keine Kunden da sind. Die Grundstücke sind leer. Wir können einmal die Einblasmaschine aufbauen und von dem Rüstpunkt aus, vom NVT aus, jedes Grundstück einblasen, ohne Zeit zu verlieren, ohne am nächsten Tag wiederkommen zu müssen und ohne eine zusätzliche Anfahrt zu generieren. Wir haben wie viele Häuser hier in diesem Neubaugebiet? Hier in diesem Neubaugebiet versorgen wir 20 Häuser. Und die werden alle gleichzeitig eingeblasen? Die werden nach und nach eingeblasen. Also ein Haus nach dem anderen wird eingeblasen. Damit sollten wir, wenn es gut läuft, bei so einem Wetter innerhalb eines Tages fertig werden. Okay, gucken wir uns mal an, oder? Das gucken wir uns an. Das ist jetzt der Glasfasernetzverteiler. Das heißt, von hier wird das Glasfaser eingeblasen in Richtung Grundstücke? Ganz genau. Ich kann das ganz kurz mal erklären, wie hier der Aufbau ist. Hier hinter mir sehen wir eine Rolle mit Minikabel. Die wird durchgeführt durch das Einglasgerät. Vorne steht das Montageauto der Firma. Darin verbirgt sich ein Kompressor. Wenn dieser angeschaltet wird, lässt sich über dieses Steuerungspanel hier unten in Blau der Druck steuern. Das Kabel wird eingeführt und wird dann mit Hilfe von Druckluft in dem Speednet-Röhrchen bis zum Grundstück durchgeblasen. Der Kollege macht jetzt hier schon die Glasfaserkabel. Das heißt, hier wird nachher auch gespleist an der Stelle hier? Genau, also man muss sich vorstellen, hier am Netzverteiler kommt das HK, das Hauptkabel, an, ja, und wird auf das VZK, das Verzweigerkabel, aufgespleist. Das ist quasi die Verbindungsstelle zwischen Hauptkabel und Verzweigerkabel. Wir sehen jetzt hier 22 Röhrchen im Durchmesser 7 mm und jedes Röhrchen ist für ein Grundstück gedacht im Endeffekt.
Wie ist denn der Angang bei so einem Neubaugebiet? Was sind so die ersten Schritte, die ablaufen? Weit bevor der Bau beginnt, müssen wir ein Gespräch mit der Kommune abhandeln, um ganz einfach festzustellen, um wie viele Flurstücke handelt es sich. Das ist auch ein Part der Kommune, das Abstecken der Flurstücke. Und daraus wird ein Bebauungsplan generiert, den wir zusammen mit der Kommune besprechen und dann auch dementsprechend terminieren. Hier sind ja jetzt keine Abgrenzungen zu sehen, aber ihr wisst aufgrund dieses Planes, wo die Glasfaser zu legen ist. Genau, also wir wissen anhand des Bebauungsplans in Kombination mit dem Lageplan, wo die Flurstücke sind, wie groß die Flurstücke sind und dementsprechend wissen wir auch, wo wir die Position zu wählen haben. So, das ist jetzt die G-Box. Erklär mir, was ist das Besondere daran? Was ist der Vorteil für den Kunden? Genau, also dieses Gehäuse hier ist quasi das Schutzgehäuse gegenüber des Erdreichs. Hier haben wir gerade schon vorab auseinandergebaut, das Inlay. Da möchte ich auch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich zeige das nochmal kurz von vorne. Das wäre quasi das, was der Kunde von oben sehen würde, mit einem Schutzdeckel versehen. Innen drin verbirgt sich dann quasi nochmal ein Inlay mit einer Tauchglockenfunktion. Tauchglockenfunktion? Wofür? Wir müssen uns vorstellen, wenn der Wasserstand im Erdreich steigt nach starkem Regen, steigt das Wasser bis zu einem Level an, dass das Innengehäuse normalerweise fluten würde. Und durch die Funktion der Tauchglocke haben wir dieses Problem nicht mehr, da sich das Wasser an jeder Position sammeln kann und nicht bis nach innen fließt. Hier sehen wir das Innenleben. Hier werden die Glasfasern abgelegt bzw. die Überlänge gespeichert. Und hier oben finden sich dann Stecker, die vorkonfektioniert werden. Und das Ganze wird dann mit diesen Steckern hier angeschlossen. Das heißt, an dieser Stelle muss ja dann auch nochmal gespleist werden. Genau, also wir haben in dieser Bauweise zwei Stellen, die geschweißt werden müssen. Einmal am Netzverteiler und einmal in der Box selbst. Das muss ich aber als Kunde nicht selber machen. Genau, als Kunde haben wir zum Schluss nur noch diesen sichtbaren Stecker außerhalb des Schutzrohrs und der Kunde kann sich ganz bequem und einfach anstecken. Also das gesamte Gehäuse ist ja hier schon verbaut, das sehen wir ja da. Und bevor das aber das Inlay dort reinkommt, wird hier das Glasfaser gespleist, ist das richtig? Genau an dieser Stelle wird die Glasfaser gespleist und die vorkonfektionierten Stecker eingelegt. Gut, und dann kommt das im Boden, wird zugemacht. Ich kann als Kunde mich selber entscheiden, ob ich das sichtbar lasse oder ob ich es ganz versenke, oder? Genau, also im Endeffekt muss der Deckel sichtbar bleiben. Das Schutzrohr kann ich, wenn ich möchte, als Kunde vergraben. Jetzt habe ich aber noch eine Frage und zwar, das ist ja jetzt hier in einem Baugrund, jetzt ist ja noch gar nicht klar, kommt da ein Beet hin, kommen da Steine hin, wie hoch ist der Rasen, mache ich Rollrasen drauf, habe ich denn da als Bauherr irgendwie die Möglichkeit noch drauf zu reagieren oder ist das jetzt fix? Genau, also da können wir als Bauherr auf jeden Fall noch drauf reagieren. Die Tiefbaufirma wird das Ganze so ausnivelliert einbauen, dass wir quasi eben zum Bordstein sind. Mhm. Wenn sich der Kunde jetzt allerdings zum Verbau von dicken Gehwegplatten beispielsweise oder Rasen entscheidet, haben wir die Möglichkeit, stufenlos im Bereich von 200 mm anzupassen und uns an das entsprechende Bodenniveau anzugleichen. Toll. Gibt es auch eine App, mit der ich das steuern kann? Leider noch nicht, aber da sind wir auch dran. Tim, wenn das jetzt hier verschlossen wird, hier ist ja noch das Kabel, weil es noch eingespleist werden muss und dann kommt das Inlay rein. Dann guckt hier an dieser Stelle dann nur noch dieses Rohr raus. Da ist jetzt was dran oder was kommt da raus? Für den Kunden sichtbar das Anschlusskabel versehen mit einem Stecker. Und auf der anderen Seite hat der Kunde, das bekommt er ausgeliefert, ein sogenanntes Bauherren-Kit, Glasfaser-Schnellstart-Kit. Ja. Mit einer vorkonfektionierten GFTA und auch dem vorkonfektionierten Stecker, männlich und weiblich. Und muss sich letztendlich nur noch aufeinander stecken und der Anschluss läuft. Und dann rolle ich das Kabel aus bis zu meiner Hauswand.
Genau, also in der Regel sollte eine Mehrspartenhausanführung existieren, beziehungsweise werden wir eine Mauerdurchführung beilegen, falls der Kunde das wünscht. Und der Kunde hat dann vom Hausinneren nach draußen den Stecker nach außen zu befördern, ja, die GFTA an die Wand zu bringen und sich hier am Verbindungspunkt anzuschließen. Und hier kann ich dann meinen Router anbringen? Genau, das ist der Glaseingang direkt für den Router. Aha. Das heißt, sobald ich zum ersten Mal durch meine Haustür gehe, ziehe ich das Kabel, mache das hier an die Wand und stöpsel meinen Router an. Genau, und theoretisch könnte man dann schon einen Tag später surfen. Das klingt gut. Dann wünsche ich euch für das Projekt viel Glück. Vielen Dank. Falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion. Der Tim wird mir bei der Beantwortung der Fragen helfen. Falls ihr nichts verpassen wollt über den Netzaus- und Umbau bei der Deutschen Telekom, dann abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.